Zuletzt haben wir Ihnen die Montage vom Seitenmotor gezeigt. Jetzt erklären wir Ihnen, wie das Stahlkabel verlegt wird. Wir beginnen mit der Montage des Kabels an der Seite ohne Motor. Wählen Sie dazu das lange Stahlkabel, welches mit einem schwarzen Kabelbinder markiert ist. Lassen Sie das Ende des Kabels mit dem Anschluss für die Bodenkonsole nach unten gleiten, bis es etwa 150 mm über dem Boden hängt. Dies ist die Position, an der sich der Anschluss bei geschlossenem Tor befinden wird. Befestigen Sie das Stahlkabel in den Schienen mit einer Zange, damit es nicht verrutscht. Führen Sie das andere Ende des Kabels über die Kabelscheibe und unter dem Kabelspanner hin. Durch und bringen Sie das Stahlkabel dann auf die andere Seite des Tors. Das Kabel wird auf der zur Wand gewandten Seite der Kabeltrommel 2,5 Mal um die Kabeltrommel gewickelt. Achten Sie auf die Laufrichtung der Kabeltrommel, damit die Kabel sich richtig auf- und abwickeln können. Kürzen Sie das Kabel mit der Zange und befestigen Sie die Klemme daran. Setzen Sie die Klemme an die vorgesehene Stelle in der Kabeltrommel und befestigen Sie das Ende des Kabels. Jetzt benötigen Sie das andere, kürzere Kabel, das mit einem blauen Kabelbinder gekennzeichnet ist. Sichern Sie das Kabelende mit dem Anschluss für die Bodenkonsole in den Schienen, wie Sie es zuvor mit dem anderen Stahlkabel getan haben. Nehmen Sie das andere Ende und führen Sie es nach oben durch das Loch in der Faltplatte und über die Kabelscheibe. Als nächstes muss das Kabel von hinten nach vorne um die untere Kabelscheibe gelegt werden. Führen Sie das Kabel auf der nicht zur Wand gewandten Seite der Kabeltrommel an der Rückseite der Kabeltrommel entlang und legen Sie es von hinten nach vorne über die Trommel. Wickeln Sie es 2,5 Mal um die Kabeltrommel. Kürzen Sie das Kabel mit der Zange und befestigen Sie die Klemme daran. Platzieren Sie die Klemme an der vorgesehenen Stelle in der Kabeltrommel und befestigen Sie das Kabelende. Entfernen Sie die Schraube vom Kabelspanner. Zuletzt müssen Sie das Kabel in die Rolle der Schlaffseilsicherung legen und das Kabel mit dem Kabelspanner spannen. Im nächsten Video sehen Sie, wie die Bodenkonsole und das Bodenpanel montiert werden.